Mein Name ist Max Payne. Meine Frau und meine Tochter wurden ermordet. Das Ganze stand in Verbindung mit der Designerdroge Wii. Ich wechselte vom NYPD zur DEA, tauchte unter, um ihre Mörder zu finden. Ich kam ihnen zu nah. Der Mord wurde mir angehängt. Ich hatte nichts zu verlieren und legte mich mit der Mafia an. Im schlimmsten Schneesturm des Jahrhunderts. Meine erste Station war Vinnie Gonetti. Abschaum, mit der Gewohnheit, seinen Ärger an minderjährigen Callgirls auszulassen. Nachdem ich hatte, was ich wollte, ließ ich ihn blutend auf dem Asphalt liegen. In einem Gothic-Nachtclub traf ich Mona Sachs. Sie war ein bezahlter Killer. Wir verfolgten den gleichen Mann, den sadistischen Ehemann ihrer Schwester. Ich fühlte mich zu ihr hingezogen und wusste, dass es falsch war. Ich machte einen Deal mit Wladimir Lem, der Russe. Ein Macher. Er lieferte mir den Gangsterboss, hinter dem ich her war. Aber ich steckte bis zum Hals in der Scheiße. Die Regierung war mit von der Partie. Ein mysteriöser Mann namens Alfred Wooden nannte mir den Namen meines eigentlichen Feindes. Nicole Horn. Wooden und Horn waren Mitglieder eines Geheimbundes, dem Inneren Kreis. Sie steckte hinter Wii, hinter allem. Bei ihrer Arbeit für den Staatsanwalt hatte meine Frau zufällig Papiere gesehen, die Horn belasteten. Wooden versprach sich, um den Staatsanwalt zu kümmern, wenn ich Horn erledigte. Deputy Chief Jim Bravura vom NYPD verfolgte die Spur der leeren Patronenhülsen, die ich zurückließ. Die Schüsse übertönten die Sirenen, aber sie konnten das Schluchzen meiner toten Frau nicht überdecken. Mona kämpfte an meiner Seite gegen Horn. Dafür fing sie sich eine Kugel. Ihre Leiche verschwand hinter den sich schließenden Türen eines Aufzugs. Ich erledigte Horn. Ich ergab mich der Polizei. Ich hatte genug Beweise gegen Wooden, um zu wissen, dass er sein Versprechen halten würde. Ich bildete mir ein, dass alles vorbei sei. Ich war noch am Leben. Meine Familie immer noch tot. Es war nicht vorbei. Es war nicht vorbei. Aber das Video war vorbei und so begrüße ich euch ganz herzlich im Startmenü von Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Das unglückliche Stolpern des Maximilian Schmerz. Eines der besten Spiele, die ich bisher gespielt habe und ich freue mich sehr auf dieses kommende Let's Play. Hatte sowas schon angefangen und dann irgendwie den Kanal geschlossen. Aber jetzt sind wir wieder hier im Startmenü. Ein neues Spiel beginnen, natürlich. Und wir machen das Ganze im Spielmodus Detective. Die anderen sind noch nicht freigeschaltet. Die Dunkelheit im Innern, Prolog. Das Anwesen, jetzt. Mein Gott, jetzt stecke ich wohl in Schwierigkeiten, was? Sie waren alle tot. Liebe tötet. Liebte ich sie? Hatte ich eine Wahl? Die Vergangenheit ist ein klaffender Schlund. Je mehr du vor ihr davonläufst, desto tiefer und schrecklicher wächst sie hinter dir an. Der Abgrund dicht hinter deinen Fersen. Die einzige Chance ist, sich umzudrehen und ihr zu begegnen. Wir sind am Tatort. Wiederhole, wir sind am Tatort. Aber es ist wie ein Blick hinab in das Grab deiner Liebe. Bereich durchsuchen! Feuer einstellen! Oder den Lauf einer Pistole zu küssen. Die Kugel zittert in ihrem dunklen Nest, bereit, dir den Kopf wegzureißen. Das Krankenhaus, früher am Abend. Mehrere Schusswunden, Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was noch. Er hat einen Schock, zwei große Zugänge, intravenös, Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht, der Kerl ist am Ende. Wir verlieren ihn. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Ich öffnete meine Augen. Langsam wurde alles klar. Sie war tot. Ich war verletzt. Mein Verbrechen lag wie ein hungriger Abgrund hinter mir. Ich musste rennen, alles so weit wie möglich hinter mir lassen. Die Welt war aus den Fugen. Ich halluzinierte, musste verschwinden. Max, der Weg ist frei. Darf ich vorstellen? Kommen Sie, Officer. Wir sind da. Max!
bitte Sie nicht weg. Hauen Sie ab! Hauen Sie ab, Payne, weg hier. Ja, das klingt ziemlich eindeutig. Was auch ziemlich eindeutig klingt, ich wusste nicht, dass die anfängliche Cutscene so viel lauter ist als der Rest des Spiels. Deshalb machen wir es noch ein bisschen lauter. Großartige Musik übrigens. Das ist der Max Payne-Theme, den ihr hier hört. Und zurück zum Spiel. So, wir sind in einem Krankenhaus und was mich damals voll weggeflasht hat, als ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe, gab die Xbox-Version, ja, die Xbox-Version. Man kann Dinge umwerfen. Yay! Für diese Zeit der Spielhistorie eine relativ ungesehene Sache. Relativ sage ich. Es gab das schon, aber nicht so oft. Und wir haben zwei Painkiller, die wir benutzen können. Wie können wir sie benutzen? Steuerung. Kampf. C oder Alt rechts, das klingt wunderbar. Gib mir Kampf. Präzisionsgewehr, wie heile ich mich? Ist es bei Bewegung, weil sich die Tablette in meinen Mund hinein bewegt? Irgendwie gibt es gar keine Taste zum Heilen. Doch, Tabulator. Tabulator, wie konnte ich das vergessen? Tabulator ist unser Freund. Das wird ein Tabulator-Only-LP. Ich werde nur Heilmittel benutzen. Nein, keine Sorge. Ich bin nicht verrückt geworden. Hallo. NYPD, stehen bleiben. Was haben Sie sich gedacht? NYPD. Wovor habt ihr solche Angst? Was wollen Sie von mir? Ja, die üblichen Halluzinationen, die man morgens so hat. In meinem Kopf war ein blinder Fleck, ein Einschussloch, dort, wo die Antworten sein sollten. Nennen Sie es Verweigerung. Ich wollte in meinen Schädel hineinbohren und die Qualen herauskratzen. Das ist keine so gesunde Idee, Max, nur ein Hinweis. Okay, so können wir uns übrigens bücken. Und hier stehen wir vor einem Spiegel. Finde es immer witzig, Spiele, in denen man sich bücken und springen kann und das dann vor einem Spiegel zu tun. Aber ihr findet es nicht witzig und deshalb hören wir jetzt auf damit, keine Sorge. Es regnet draußen. Kein wunderschönes Wetter. Aber wer wunderschönes Wetter sucht, das kann ich ja schon mal spoilern, der ist in diesem Spiel nicht gut bedient. Telefon. Alles klar, der Detective ist vorher gestorben. Warum habe ich keine Untertitel? Tut mir leid, dass ich so oft ins Menü gehe. So, da, Untertitel und jetzt vielleicht doch die Musik ein bisschen leiser. So, alles klar, jetzt sollte alles stimmen. Interfectum kills your pain. Ja, Interfectum ist ein wunderbarer, ich finde es so super, wie das wie ein Einschussloch ist und hinten aus dem Kopf kommt praktisch die Kugel und das Gehirn rausgeflogen. Keine gute Werbung für Painkiller, keine gute Werbung für Schmerzmittel. Wups. Er wollte nur sauber machen. Und er hatte eine Pistole dabei. Ich erledige Payne. Der ist schon so gut wie tot. Stehen bleiben, NYPD! Hab ihn! Und in den Koppes. Ja, talk about Drama Queen. Wir haben jetzt zwei Pistolen, wenn wir das so haben möchten. Wir können auch wieder zu einer switchen, aber ich finde zwei irgendwie cooler. Außerdem haben wir diesen Bullet Time, diesen Zeitlupen-Modus, den wir jederzeit, zumindest solange die Anzeige unten links aufgefüllt ist, benutzen können und der uns die absurdesten, schießwütigen Gauner vom Hals halten wird. Sie ist eine von ihnen. Sie will mich töten. Zurück, Payne! Winterson! Wintersohn! Noch haben wir keine Ahnung, wer Winterson ist, aber ich denke, das werden wir im Spiel noch herausfinden. Sie kam zumindest in der Vorgeschichte nicht vor. Ist Ewigkeiten her, dass ich Max Payne 2 gespielt habe. Max Payne 1 habe ich nie gespielt, deshalb... Nun. Man kann allerdings die Story des zweiten Teils auch dann verstehen, wenn man den ersten nicht gespielt hat. Ich hab's da auch hinbekommen.
So, da ist zu. Das ist zu. Also müssen wir wohl zur Rezeption. Wäre jetzt auch mein erster Anlaufpunkt gewesen. Oh, ein Kinderleinzimmer. Und was mich verwundert, ist, dass da so eine... Oh. Miras Männer gaben sich als Krankenhauswärter aus. Das Fleisch. Das Fleisch. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Weiß nicht. Oh, der Tod ist nahe. Er kommt. Sie sind da. Sie sind da. Geht weg. Haut ab. Ich werde euch wehtun. Ich werde euch wehtun. Sie sagten, ich sei ein entflohener Geisteskranker. Diagnose. Paranoide Schizophrenie. Sie sind krank, psychotisch. Und Sie müssen eine Menge Pillen schlucken, um gesund zu werden. Sie haben gelogen, dass ich meine Freundin umgebracht hätte. John Mirror machte sich im Badezimmerspiegel über mich lustig. Der Flamingo war bei ihm. Spiegelwachin mit Spatalfernsehen. Mira behauptete, meine Freundin mache mit ihm gemeinsame Sache. Sie hat ihre Haare ausgewählt. Ich zerschlug den Spiegel. Ich würde sie alle töten. Bleiben Sie dran. Adresse unbekannt geht gleich weiter. Ja, Adresse unbekannt. Die Serie dieses Spiels. Wir kennen ja schon ein anderes Remedy-Spiel, nämlich Max Payne. Da gab es ja auch so eine lustige Serie im Fernsehen, die man begutachten konnte. Max Payne? Nein, Alan Wake. Alan Wake ist die andere Spielserie. Max Payne ist das hier. Keine Sorge, ich bin kein Psycho. Wirklich nicht. Oh oh. Payne! Jim Barvura, der Detective, der uns auf die Schliche kommt. Was ist da draußen passiert? Sie waren es. Die Internen sitzen mir im Nacken. Waren Sie es? Sie haben sie getötet. Nein, ich kann nicht. Verdammt! Verdammt! Ich glaube, im Englischen sagt er Bullshit. Was zum Teufel? Sie waren hinter mir her. Es war meine Schuld. Man kann nicht vor der Vergangenheit weglaufen. Man rennt nur im Kreis. Bis man wieder in das gleiche Loch fällt, aus dem man entkommen wollte. Nur, dass es noch tiefer geworden ist. Das war genauso vorgesehen. Das ist ein sogenannter Einmalaufzug. Jedes Mal, wenn man ein Stockwerk tiefer möchte, muss man ihn dafür runtersprengen. War billiger zu bauen, teurer in Stand zu halten, aber so oft kommt aus diesem Krankenhaus eh keiner mehr raus. Ich hatte versucht, davon zu laufen, es zu verdrängen. Winterson war tot. Ich war ein Mörder. Ein Mörderer. Das Anwesen jetzt. Ein Fehlstart. Das Krankenhaus war nicht der Anfang. Dort gab es schon keinen Weg zurück mehr. Der fatale Entschluss bereits getroffen. Und es würde noch schlimmer werden. Die Vergangenheit ist ein Puzzle, wie ein zerbrochener Spiegel. Man setzt es zusammen, schneidet sich. Das Bild verändert sich. Und man selbst mit ihm. Es kann dich zerstören, wahnsinnig machen und befreien. Man sieht all die unbewusst getroffenen Entscheidungen. Man geht lange mit Freunden aus, anstatt nach Hause zu seiner Familie zu gehen. Ausschwärmen, Männer! Verteilen! Alle Ausgänge abdecken! Der Kuss ließ mich an das kalte Gesetz von Ursache und Wirkung denken. Wo sind die zusätzlichen Einheiten? Ruf die Zentrale! Wir brauchen hier jede verfügbare Einheit! Ich habe Angst. Aber ich beginne am Anfang. Verfolge meine eigenen Schritte bis zum Schauplatz des Verbrechens.
Ja, das war jetzt chronologisch ein bisschen verwirrend. Kapitel 1, Aufzugtüren. New York City, letzte Nacht. Ich wollte bestraft werden für das, was ich getan hatte. Aber Alfred Worden hatte sein Wort gehalten. Dank seines Einflusses ging ich unversehrt aus meiner Geschichte der Gewalt hervor. Als ein Held. Ich dankte ihm nicht, brachte es nicht über mich und verließ das DEA. Ich ging dorthin zurück, wo alles angefangen hatte. Zum NYPD. Verstanden. Ich übernehme. Das war kein Ruf für die Mordkommission, aber ich kannte die Adresse. Das Lagerhaus gehörte Wladimir Lem. Er hatte Verbindung zum organisierten Verbrechen. Wir kannten uns schon länger. Wie Brüder, die im Bürgerkrieg auf verschiedenen Seiten kämpfen. Seine Worte. Ja, und hier sind wir jetzt, um aller Verwirrung vorzubeugen, am frühesten Zeitpunkt der Geschichte von Max Payne 2, am Anfang praktisch. Das eben war so ein kleiner Blick in die Zukunft und dann in die etwas zurückliegendere Zukunft. Brauche Unterstützung. Unbekannte Anzahl von Eindringlingen. Mögliche Geiselnahme. 10-4, Unterstützung ist unterwegs. Ich gehe rein. Denn das war noch nie die falsche Entscheidung. Warte bloß nicht auf Unterstützung, lauf direkt in das feindliche Feuer, friss ihre Kugeln, sie schmecken unglaublich lecker. Diese Türen können wir nicht öffnen, no standing anytime, das heißt, wir sollten uns bloß nicht vor diese Öffnungen stecken. Gold Touch Brandy, a taste of gold. Ah, leckerer Brandy. Ohne Möglichkeit, die Vergangenheit zu vergessen, blickte ich auf die Straße. Weg vom Rückspiegel, den Leichen, die meinen Weg pflasterten. Ich verfolgte andere Rätsel, andere Verbrechen. Jo, wir waren also beim Drogendezernat innerhalb von Max Payne 1, sind wieder zur normalen New Yorker Polizei gewechselt. Und... Bitte! Bitte! Dahinter... Dick Justice. Pimmeljustiz. Ja, das war Pimmeljustiz. Sein Name ist auf jeden Fall Dick Justice. Meiner ist Max Payne. Welcher klingt alberner? Votet jetzt. Hallo. NYPD. Oh, locker, Officer. Ganz locker. Ich mache hier nur sauber. Alles legal, Officer. Ich arbeite für das Squeaky-Reinigungsunternehmen. Haben Sie etwas Verdächtiges gehört? Nein, nein. Oh, warten Sie. meinen Sie die Waffenfabrik oben? Bringen Sie mich hin. Los. Sicher, Officer, wenn Sie unbedingt wollen. Ja, klar, wäre schon nett. Ihr Cops habt es leicht. Ihr müsst nur zum Tatort fahren und euch ein bisschen umsehen. Wir müssen den Dreck wegmachen. Hirn, Gedärme und so eine Scheiße. Detective, hä? Sie wissen, was ich meine. Sie kriegen die Orden und was kriegen wir? Stimmt. Oh ja, Sie wissen, was ich meine. Naja, ihr kriegt monatlich Geld dafür, dass ihr Sachen aufräumt und müsst euer Leben nicht riskieren. Ich würde sagen, das ist ein fairer Deal, oder? Das da kann man nicht lesen. Klar, gern. Aber warum sollte ich vorgehen? Oh, Detective, ich habe ja was für Sie. Na, behalt das mal. Behalt das mal, mein Freund. So, der war also offenbar auch Teil der Bande, genau wie dieser Typ, den ich überselbige weggeschossen habe. Reinigungsleute maskiert. Ja, definitiv. Er hat sogar sein eigenes Blut mitgebracht, damit wir ihm eher glauben, dass er Reiniger ist. Und der Putzeimer ist leer. Entweder das oder das Wasser möchte einfach nicht raus, aus Angst. Angst, Ragnarok. Einfach mal merken, oder Ragnarok soll es sicherlich heißen. Einfach mal merken, dieses Schild könnte sein, dass es später noch eine Relevanz bekommt. Wer schießt? Wir müssen eine Möglichkeit finden, sie umzubringen, ohne Blut zu verspritzen. Weiß
Hast du Gas oder Gift oder sowas? Ja, klingt nach einem Plan. Leider sterbt ihr, bevor ihr diese wunderbare Idee zum Patentamt bringen könnt. Der hier wird nicht mehr zum Patentamt gehen. Kann ich ihn teabangen? Oh mein Gott, man kann Leute teabangen. Ist vielleicht nicht die beste Idee, das unschuldige Opfer zu teabangen, aber wichtig ist, dass es geht. Es wird uns unglaubliche Macht verleihen. Kaufmann wartet im Van. Die Hardware ist verpackt. Sobald die Jungs da drin Jackie Brown versorgt haben, sind wir hier fertig. Okay, ich rufe die Mannschaft. Vergewissere dich, dass alles sauber ist. Gleichen Blut, Fingerabdrücke, Haare, Kippen, leere Hülsen. Wenn wir weg sind, dürfen die Cops keine Spur von Beweisen finden. Nur eine Geistergeschichte. Na, ich glaube, daraus wird nichts. Da! Nein! Was war das? Warum hat er nicht geschossen? Ich hab doch Schießhorn gesagt. Ich glaube, man kann Leute auch umwerfen, indem man gegen sie springt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt eine valide Taktik oder so. Der Raum sah aus wie ein Waffenlager, aber es war ausgeräumt worden. Okay, und wer räumt das Waffenlager aus und warum und wem gehört das? Das Waffenlager gehört, wie wir herausgefunden haben, wahrscheinlich Wladimir Lenin. Aber eine Nachricht. Oh, Schrotflintenmunition. Ich freue mich auf selbige Waffe. Etwas kam dazwischen. Nichts Schlimmes, aber hüte dich vor Eindringlingen. Wenn dir etwas passiert, irgendwas, einfach verfällt. Tja, ich fürchte fast, diese Warnung kam ein bisschen zu spät. Was ist denn hier drin? Vielleicht Munition oder so? Wir werden sehr viel Munition brauchen, wobei ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, ob das auch eins dieser wunderbaren Spiele ist, in denen man 1000 Munition sammelt, dann im nächsten Level direkt wieder alles verliert. Es wäre so typisch. Safe! Ja, alles was da drin war, ist Schrotflintenmunition gewesen. Ich werde die Gegner mit einem Bild dieser Schusswaffe töten. Denn die Feder ist mächtiger als das Schwert. Genug geschwätzt, mach sie fertig! Wartet! Diese Gangster haben uns überfallen! Ich hab nichts gegen euch, Jungs! Ihr habt sie erledigt! Ich arbeite für Wladimir! Schätzchen, du arbeitest für niemanden! Was wollt ihr? Wir können... Oh! NYPD fallen lassen! Erledige sie! Oh Gott, nein! Wie so vieles in meinem Leben begann alles mit dem Tod einer Frau. Ich konnte sie nicht retten. Nein. Oh, du musst nicht so oft nachladen. Wobei, dieses Mal musste er nicht nachladen. Er hat einfach die Waffe direkt zur besseren gewechselt. Ah, wir hatten eine abgesägte Schrotflinte. Die würde ich gern benutzen. Heute ist nämlich der internationale Tag der abgesägten Schrotflinte. Boah, so cool, lädt niemand sonst nach. Glaube trotzdem, dass die abgesägte Schrotflinte für diesen Fall hier nicht die beste Waffe ist. Zurück zu Ingram. Zur Ingwer-Schleuder. Hier kommen wir her. Wobei hier auch die bösen Jungs waren. Kann ich mir vielleicht bei der Leiche irgendwas ansehen? Es tut mir so leid, ich konnte dich nicht retten. Und jetzt, in der Dunkelheit der Nacht, muss ich dich teabaggen, sorry. Außerdem American's Avenger for the Payback Time. Schöne Werbung, wunderschöne Werbung. Wenn die Payback-Karte mal nicht funktioniert, einfach mit so einer Waffe in den Laden und du kriegst alles, was du dir je erträumt hast. Sogar Handschellen gratis dazu. Manchmal sparen sie sich die Handschellen, in manchen Paketen sind nur Schüsse, aber manchmal kriegst du auch Handschellen dazu. Und die Musik ist aus. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Musik nicht lang genug ist. Der Komponist ging nicht davon aus, dass ich so lang brauche. Ich kack nur.
Okay, wir haben jetzt noch 14 Schuss oder so. 21. Dim, 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 dim. Komm schon, komm schon. Endlich. Hey! Mona? Max, wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Mona! Wenn du glaubst, ich kann nichts erschüttern, belügst du dich selbst. Im besten Fall bist du zeitweilig tot. Ein Blitzschlag kann dich jederzeit ohne Weiteres reanimieren. Ja, da war die gute Mona Sex, von der wir bereits erfahren haben, dass sie eigentlich in Max Payne, in Sex Payne 1 gestorben ist. Okay, das ist die falsche Waffe für diese Distanzen. Außerdem hätten wir einfach nur auf den Aufzug warten müssen. Gut zu wissen, dass ich mal wieder neue Wege finde, Sachen zu verkacken. Meine Unterstützung war eingetroffen, aber die Cleaner versuchten zu entkommen. Wir mussten ihnen hinterherlaufen. Oh! Das wäre so episch gewesen, wenn das getroffen hätte. Was zur Hölle macht der Typ im Gabelstapler? Okay, nachladen. Bam, so cool lädt keiner nach. Das war jetzt allerdings keine Zeitlupe, er braucht wirklich so lang. Er will cool aussehen. Deshalb lässt er sich Zeit mit dem Nachladen. Was? Na! Wow! Wow! Ich hatte keine Ahnung mehr, dass das passiert. Marco, damit hättest du doch rechnen müssen. Nein, damit hätte ich nicht rechnen müssen. Rein jetzt! Los, Kaufmann, los! Sind Sie okay? Detective Winterson. Ich bin okay. Verdammt. Hey, wir arbeiten hier zusammen. Sie werden nachlässig, Payne. Sie haben's versaut. Ihren Tod kann ich nicht akzeptieren. Das können Sie besser. Ich tat so, als wäre alles beim Alten. Aber seit dem Moment, als die Aufzugtüren sich öffneten und Mona enthüllten, war alles anders. Ernie Finn war lizenzierte Waffenmeisterin und Waffenhändlerin. Okay. Das Gelände gehört Wladimir Lem. Drei Gruppen. Eins, Tote mit Verbindung zur russischen Mafia. Identifiziert als Finns Angestellte. Zwei, die Mafia selbst. Und drei, die Clowns in den Klamotten von der Reinigungsfirma. Sie erwähnten einen Namen. Kaufmann. Das ist schlimm. Und das ist erst der Anfang. Das gefällt mir gar nicht. Ihrer Payne. Es ergibt keinen Sinn. Für Sie, Winterson. Mord. Sebastian Gate. Das wird in alle Nachrichten sein. Der Senator? Winterson war die ideale Polizistin. Jemand, zu dem man aufsehen konnte. Auch Bravura wusste das. Wir hatten Glück, es gibt einen Augenzeugen. Sie sah mir über die Schulter wie ein Engel oder Dämon und flüsterte Warnungen. Ich wollte nicht hören. Mona war die Verdächtige in Wintersons Fall. Ich sagte nicht, dass ich sie gesehen hatte, behielt es für mich. Vielleicht war es, weil sie lebte, als alle um mich herum starben. Die Schuld des Überlebenden weggewaschen. Detective Wintersons Apparat? Geben Sie her. Ihr Freund. Die Computersuche für die Squeaky-Reinigungsfirma und Kaufmann hatte kein Ergebnis ausgespuckt. Ein kriminelles Superhirn. Ich musste mit Vlad sprechen. Wollte ihm die schlechten Nachrichten von Annie Finn überbringen. Vlad hatte den alten Nachtclub Ragnarok gekauft. Er renovierte ihn zu einem Szene-Restaurant, dem Wodka. Monas Erscheinung hatte alles durcheinander gebracht. Schizophren. Ich fühlte Freude und gleichzeitig Angst, dass alle Gespenster mit ihr zurückkamen. Vlad! Ma,
Bad! 911! Böse Jungs mit dicken Knarren! Die haben mich in der Eingangshalle im Visier! Könnte Hilfe gebrauchen! Und zwar jetzt! Ich musste einen anderen Weg zu Vlad suchen. Keine Zeit, Unterstützung zu rufen. Mein Fall hatte ein Eigenleben. Ich ging durch die Hintertür rein. Jo, und hier sind wir im Wodka, dem Nachtclub, der vorher Ragnarok hieß. Und das war das Schild, das sie in der Waffenfabrik gesehen hatte. In den Schatten lauerten Erinnerungen an frühere Besuche. Ein muffiger Gestank unter einer frischen Schicht Farbe. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, Max Payne, New Yorks Elitebulle, hat mehr Gangster erledigt als sonst wer. Verehrte Gäste, machen Sie sich bereit zu sterben. Max, ich würde Sie gerne begrüßen, aber ich bin verhindert. Ich liege gerade hinter einem Tresen in Deckung. Ja, und ich leg mich jetzt auch hinter einen Tresen in Deckung. Das war die erste Folge Max Payne. Wir sehen uns in der zweiten. Bis dahin, ciao.